Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte euch heute Maria Brehan vorstellen. Die meisten von euch kennen sie schon. Sie ist in Uganda. Sie hat dort ein Riesenwerk mit Gottes Hilfe aufgebaut. Und alle, die sie beobachten, kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, was Gott durch sie bewirkt. Natürlich ist das nicht von alleine entstanden und deshalb habe ich gedacht, ich muss mal meine Glaubensheldin interviewen und fragen, was sie so aus ihren Tälern gemacht hat. Weil wir alle kennen das ja, dass wir eben auch oft in Tälern drinnen stecken und nicht mehr das Licht sehen am Horizont. Und ich werde heute mal Maria fragen, was sie in solchen Situationen gemacht hat. Ich begrüße dich ganz herzlich, Maria. Freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns mal ein paar Fragen zu beantworten. Ich übergebe dir das Wort, liebe Maria. Danke, Viola. Ja. Ja, also ich glaube, ich muss ein bisschen anders anfangen. Weißt du, Gott hat jeden von uns geschaffen mit einem Traum in seinem Herzen. Halleluja. Für jeden von uns. Und diesen Traum auf die Erde zu holen oder auf der Erde zu leben, das ist die tiefste Erfüllung eines jeden Lebens. Amen. Und ich wurde ja schon 1939 geboren. Ich bin im 85. Jahr, also bald 85 voll. Und da war ja natürlich meine Jugend alles eher als schön, denn es war Krieg, es war viel Hunger, Leiden, Angst, einfach eine sehr gestresste Zeit. Und mit 7 Jahren habe ich dann bei der Erstkommunion, weißt du, ich war ja in Tirol, hast keine andere Chance, wie römisch-katholisch aufzuwachsen. Aber der Priester, der uns vorbereitet hat für die Erstkommunion, hat uns klar gemacht, Jesus wollte nie in Gebäuden leben und schon gar nicht in Kästchen eingesperrt werden. Er will in den Herzen der Menschen leben. Und das war so eine Offenbarung für mich, dass Jesus in mir leben möchte. Und es hat mir solche Hoffnung gegeben für mein Leben, was ich bisher wenig hatte. Und dann habe ich wirklich Jesus aufgenommen als mein Leben, als meinen Erlöser, als meinen besten Freund, als meinen guten Bruder, als meinen Bräutigam, als alles. Und das war für mich dann die Wende in meinem Leben. Bin jeden Tag, keine andere Chance gehabt, in eine römisch-katholische Kirche, bin ganz vorne hin zum Altar und habe laut mit Gott gesprochen und er hat mir geantwortet. Und das ist das wirklich das Fundament meines Lebens, von Gott zu hören und zu tun, was er sagt. Und dann fließt der Segen, du kommst selbst vom Staunen nicht heraus. Hm. Und, aber mit 10 Jahren hatte ich plötzlich eine Offenbarung, eben, dass Gott einen Traum hat für alle seine Kinder, die er auf die Welt stellt. Und so habe ich gesagt, lieber Gott, bisher war der Traum nicht gerade sehr glücklich, aber ich vertraue, dass der Rest jetzt gut wird. Und bitte lass mich nicht sterben, bis ich den Traum, den du in deinem Herzen hast für mich, auf Erden leben darf. Amen. Und dann, du Liebe, ich war 10 Jahre, kamen 50 Jahre Vorbereitung, Zubereitung. Weißt du, jeder Traum, den Gott hat für uns, braucht einen gewissen Charakter. Und solange der Charakter nicht mit der Berufung übereinstimmt, wird Gott dich nicht freigeben, denn sonst bist du in größter Gefahr. Mhm. Und so habe ich dann eben, und ich habe auch schon früh gesagt, lieber Gott, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen für die Menschheit und schenk mir Frieden und Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Und dann waren dann 50 Jahre und da waren dann auch dort diese Täler, weißt du, die du, von denen du da möchtest, dass ich was dazu sage.
Es geht darum, dass unser Fundament des Glaubens hundertprozentig in Jesus Christus ist. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Er sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Er sagt, suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Und er sagt aber auch, ohne mich könnt ihr nichts tun, was im Reich Gottes zählt. Ja. Und in diesen 50 Jahren, ihr Lieben, oder liebe Viola, da waren Prozesse, die wünscht man seinem Todfeind nicht. Aber das Ergebnis würde man nie mehr missen wollen. Und zwar war eben genau, weißt du, mein Lebenstraum war, 10 Kinder zu haben. Das war das Mindeste. Ja, wollte so 10 Kinder. Und mit 20 habe ich schon immer, von 20 bis 30 habe ich 5-mal dieselbe Schriftstelle bekommen von verschiedenen Leuten. Ich habe schon geglaubt, die sprechen sich miteinander ab, aber die kannten sich gar nicht. Frohlocke, du Unfruchtbare. Denn du wirst mehr Kinder haben als die Fruchtbare. Da habe ich jedes Mal gesagt, ich will nicht mehr, ich will eigene. Und 10 Jahre habe ich da widerstanden. Ich war natürlich ledig, war keine Chance, ein Kind zu kriegen, aber trotzdem. Der Wunsch war da. Und mit 30 habe ich wirklich gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Ich gehe, lass jetzt los von diesem so intensiven Lebenstraum, 10 Kinder zu haben. Mhm. Und wenn du willst, mehr Kinder. Ja. Und weißt du, heute nennen mich Tausende von Menschen Mama Maria. Jetzt habe ich sogar den Namen bekommen, Mama Afrika. Und das ist der schönste Titel, den ich mir vorstellen kann. Ich habe Gott meine Gebärmutter geopfert. Und jetzt darf ich Tausende von Menschen zu Jesus führen. Und habe unwahrscheinliche Kinder und bin sehr, sehr erfüllt und dankbar. Ich durfte auch 3 selber mit meinem Namen adoptieren. Aber 18.000 haben wir jetzt schon in die Schule geschickt, die mich alle Mama nennen. Aber auch der Präsident nennt mich Mama Maria. Ich bin im ganzen Land bekannt als die Mama Maria. Hm. Und ich bin total erfüllt. Ich habe keinen Mangel. Denn Gott wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Amen. Weißt du, dass ich so viele schwarze Kinder kriegen werde, habe ich natürlich nie gedacht. Sind Tausende von schwarzen Menschen, die mich ihre Mutter nennen. Mhm. Und jetzt, weißt du, wie habe ich dann mit 60, wo andere gesagt haben, ich sollte eigentlich in Pension gehen. Ich hatte schon einen sehr gesegneten Dienst in Europa, auch schon mit meinem Mann. Wir haben auch ein Haus des Lebens gegründet, wo wir Seminare halt hielten über Leben aus Christus, ja, die Liebe, die heilt, die Wahrheit, die frei macht und das Leben, das erfüllt. Denn ich habe schon sehr früh erkannt, dass ganz, ganz viele Menschen, Millionen, die sich Christen nennen, noch nie begriffen haben, wer sie sind. Ja. Sondern einfach nur einen religiösen ein bisschen Touch haben. Ja. Aber nicht im Herzen mit Christus eine Einheit geworden sind. Und so war es wirklich mein Herzenswunsch, Millionen Menschen zu Jesus zu bringen. Mhm. Zum Beispiel habe ich zum Herrn einmal gesagt, ich war ja in Österreich lang, Herr, so viel Religion in Österreich, aber kein lebendiger Glaube. Wie bringen wir die Menschen in eine Liebesbeziehung mit dir? Denn das ist ja so gut auf. Es geht nicht um eine Show, es geht um eine intime Liebesbeziehung mit Gott. Und die haben viele noch nicht bekommen. Viele haben noch einen strafenden Gott. Ein Gott, der dauernd wartet, dass er sie nur wieder straft, weil sie was falsch gemacht haben. Er ist kein strafender Gott. Er ist ein liebender Gott. Und alle Menschen, die wirklich von Herzen sich ihm ausliefern, für die hat er ein Leben bereit, das kann man sich in den wildesten Träumen nicht vorstellen. Mhm. Und wie er mich dann nach Afrika gerufen hat, obwohl eben viele gesagt haben, ich soll abdanken und ich soll anderen Raum machen. Und da habe ich gesagt, Herr, was ist los? Verstelle ich jemanden deinen Platz? Sagt er, nein, Maria. Ich habe gesagt, shall I retire? Und dann hat er gesagt, no, Maria, refire. Also ich soll nicht abdanken, sondern neues Feuer kriegen. Ja. Und dann war ganz klar die Führung nach Afrika. Und das war der letzte Kontinent, wo ich hin wollte. Denn ich habe mich so geschämt mit der Farbe nach Afrika. Diese Farbe hat Afrika sehr viel Schmerz, sehr viel, ja, Sklaverei,
Kolonialisierung, auch jetzt noch, weißt du, wird Afrika hinten und vorne betrogen, belogen, bestohlen und für dumm gehalten. Ja, dabei sind es wunderbare Menschen mit einem unwahrscheinlichen Potenzial. Ja, die sind unangezapfte Quellen. Mhm. Und die Welt wird sich noch wundern, was aus Afrika kommt. Ja. Weißt du, wir haben ja jetzt schon die besten Sportler, die besten Musiker, kommen aus Afrika. Aber sie wurden von Nationen der Welt gekauft und zu ihren gemacht. Mhm. Und jetzt kommt aber die Zeit, wo Gott zu Afrika sagt, nehmt Autorität oder nehmt diesen Kontinent in eure Verantwortung. Mhm. Wir müssen einfach gute Verwalter werden. Das waren sie bisher nicht. Weil wir sie verblödet haben und ihnen gesagt haben, was wir bringen, ist besser, denn was sie haben. Und das ist eine Lüge ohne Gleich. Das ist der schönste Kontinent, der reichste Kontinent, die glücklichsten Menschen, Halleluja. Der fruchtbarste Kontinent. Und wir haben ihnen ein falsches Denken eingeimpft. Und da bin ich jetzt dabei, dieses Denken mit der Wahrheit auszutauschen, und zwar wie Gott von ihnen denkt. Nicht wie wir als weiße Rasse ihnen aufgedrängt haben zu denken, sondern wie Gott von ihnen denkt. Mhm. Und dann, weißt du, wie ich meiner Familie gesagt habe, ich war über 60, Gott schickt mich nach Afrika. Ich sage, ja, spinnst du jetzt hochgradig? Ja? Ja. Mit 60 fangen die Krankheiten an. Und dann nach Afrika, wo es keine medizinische Betreuung gibt. Weißt du? Die Welt hat keine Ahnung von Afrika. Ja. Wir haben die besten Ärzte hier. Überall, wo ich jetzt ein Werk gebaut habe, da sind jetzt 5 große Hauptzellen unseres Werkes. Ja. Ist überall ein großes Krankenhaus. Wir haben die besten Ärzte und vor allem sind unsere Ärzte hauptsächlich Beter. Die beten und die beten, dass der Heilige Geist durch sie heilt. Die bilden sich nicht ein, dass sie die weißen Götter sind, weißt du? Ja, und dann wollte meine Familie mich wirklich in ihren Anstalt stecken. Die haben gesagt, mit 60 nach Afrika, kein Geld hast du, weißt nicht wohin, was machst du denn dort? Und ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, aber lieber Gott hat gesagt, als Segen. Ja, wie schaut denn der aus? Keine Ahnung, wird mir Gott schon zeigen. Weißt du, ich war nie sehr logisch. War immer da unten im Bauch. Und da ist man in der westlichen Welt sehr fehl am Platz. Okay? Mhm. Aber in Afrika bin ich jetzt ein totales, da passe ich jetzt hinein. Diese Menschen sind viel mehr im Bauch als im Kopf. Weil da ist der Glaube, hier ist das Wissen. Ja. Und das Wissen ist der Baum der Erkenntnis. Gut, aber ich wusste, ich muss nach Afrika. Und wenn ich zu Fuß gehen muss, die Berufung war so stark. Und ich sage jedem, wenn er mich fragt, wie weiß ich, was meine Berufung ist, dann sage ich, du kannst nicht anders als. Das ist keine andere Wahl. Du spürst, das ist der Weg mit Gott. Ja, und da bin ich nach Afrika gekommen und habe sofort diese Not erkannt. Das ist jetzt schon fast vor 30 Jahren. Und wollte dann sofort wieder zurückfliegen. Ich habe gesagt, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das ist ja ein Fass ohne Boden. Ja. Dann höre ich laut die Stimme, Maria, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Weißt du, wir müssen immer wieder auf Null reduziert werden, damit Christus alles werden kann. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Aber was mache ich da? Sagt er, jeden Tag, was ich dir zeige. Halleluja. Und wir haben ja lang gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Raus aus der Kirche, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Das passt überhaupt nicht, das geht, ja, das beißt sich. Das stimmt. Wir haben mit den Prinzipien der Welt die Kirche gebaut. Und übrigens Kirche, Jesus wollte nie in einem Gebäude leben, der will in den menschlichen Herzen leben. Du und ich, wir sind die Kirche. Du und ich, wir sind der Traum in Gottes Herzen. Du und ich, wir sind das Potenzial in seiner Hand. Du und ich, wir sind die berufenen Stellvertreter Jesu Christi auf Erden jetzt. Du und ich, wir sind die Botschafter Jesu Christi auf Erden. Also unsere Position ist so wunderbar. Aber die westliche Welt hat noch nicht begriffen, wer sie sind. Die glauben nur, sie sind, was sie tun.
Und das ist eine total falsche Identität. Sie glauben, wie viel sie können oder nicht können, besitzen oder nicht besitzen, zu wem sie gehören, nicht gehören. Das ist ihre Identität, aber es ist nicht ihre Identität. Meine Identität ist, was Jesus für mich am Kreuz getan hat und was er für mich getan hat. Und er ist mein Leben. Und alles, was er am Kreuz erkauft hat, ist mein Erbe. Yes, Halleluja. Und da habe ich, bitte? Ich sage, yes. Kannst du wieder allein? Ja, genau. Und vielleicht, bevor du da weiter sagst, kannst du mir mal berichten, als du auch noch davon ausgegangen bist, dass du die Heldin bist und manchmal ohne ihn losgegangen bist, wie zum Beispiel dein Burnout noch in Österreich, gell? So, ja. Ja, genau, dass du da mal drauf eingehst, dass du praktisch auch mal auf Null geöffnet wurdest. Genau. Ja. Weil ich sag dir, ich habe leider den Zettel nicht da, aber gestern, vor einigen Tagen hat Gott mich gefragt, was das Schwierigste ist, was er aus uns Menschen herausbringen muss. Habe ich alles Mögliche gesagt, habe nein, selbst. Ja. Alles, was Selbstverwirklichung, Selbstverherrlichung, Selbstmord, Selbstbefriedigung, Selbstschutz, da arbeiten wir unabhängig von Gott. Ja. Und das ist die Ursinn. Wir wollen Gott sein ohne Gott und ihn beeindrucken, mit wem wir uns selber erarbeiten. Und das ist besonders in der westlichen Welt sehr stark ausgeprägt, weil schon da ist alles auf Wissen aufgebaut. Ja. Zum Beispiel habe ich vor ca. 6 Jahren von einem messianischen Juden eine Botschaft gehört, der gesagt hat, die westliche Welt, und da gehört Amerika auch dazu, hat nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die haben den Baum gefressen. Ja, genau. Weißt du, manchmal, wenn Gäste, ich sage meistens meinen europäischen Gästen, und es kommen sehr viele, die sollen das deutsche oder das westliche Denken im Flughafen auf den Nagel hängen. Sonst geht es ihnen hier schlecht. Ja. Denn hier will Gott dich in den Griff bekommen. In der westlichen Welt wollen wir Gott in den Griff bekommen. Das ist ein großer Unterschied. Und dann kommen sie, weißt du, und dann haben sie Fragen ohne Ende. Anstatt dass sie einfach nur das Ganze genießen und, ja, und entfalten lassen. Dann sehen sie eine Blume, sagen sie, wow, Maria, das ist aber eine schöne Blume. Wie heißt denn die? Sage ich, das ist eine schöne rote Blume. Dann schauen sie mich ganz komisch an, quasi, ob ich nicht den Namen weiß. Ja? Dann sage ich, musst du den Namen wissen, damit du es genießen kannst? Brauchst du den lateinischen Namen womöglich noch, damit du wirklich jetzt diese Blume genießen kannst? Ich genieße die ganze Welt und brauche keinen einzigen Namen wissen. Yes. Ich weiß, es ist alles eine herrliche Offenbarung Gottes, eine herrliche Schöpfung Gottes. Ja. So, da ist so ein Unterschied zwischen der westlichen Welt, Europa und Amerika, und der afrikanischen Welt. Auch ich war jetzt in Indien vor einigen Monaten und die sind auch so mehr, viel mehr in der Bauchgegend. Herz, Eingeweide und Herz sind im Hebräischen das gleiche Wort. Nicht die Pumpe, die unser Herz ist, sondern unsere Eingeweide. Da spielt sich unser Leben ab. Ja. Und da sind natürlich schon, da hat Gott Finger drauf gegeben auf Situationen, wo ich selbst am Ruder war. Darf ich vielleicht eines der raffiniertesten sagen? Ich bin ja in Tirol aufgewachsen, ja, und in Tirol weiß man ja, die sind die Berge vorne, die Berge hinten, und man kommt sich vor wie in einem Käfig. Und dann habe ich immer gedacht, da ist doch eine Welt hinter diesen Bergen. Und ich wollte immer noch diese Welt kennenlernen, die hinter diesen Bergen ist. Mir war das zu klein, das kleine Umfeld, was wir haben. Bin als 10-jähriges Kind schon alleine auf einen Bahnhof gegangen und habe sehnsüchtig den Zügen nachgeschaut, die in die weite Welt fuhren. Und dann wurde ich Mittelschulprofessorin, habe natürlich dann Ferien gehabt, viel und auch Geld. Nicht zu viel, aber habe Geld gehabt. Und dann habe ich ein Ventil gefunden. Ich habe jede Ferien eine große Reise geplant. Ja. Und war weltweit unterwegs. Und das war für mich das Ventil, das mir half, in Tirol für mich klein
kleine Oase auszubrechen und die Welt zu einzuatmen. Aber dann kam etwas. Das hat Gott 5 Jahre zugelassen. Nach 5 Jahren kam er zu mir und sagt, Maria, bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Dann habe ich gesagt, Herr, kannst du immer mitfahren? Ich mache ja nichts Schlechtes. Du bist immer herzlich eingeladen mitzufahren. Sagt, da habe ich dich nicht gefragt. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Dann habe ich gesagt, ja, Herr, ich könnte ja auch nach Israel fahren. Ja? Weißt du, das Fleisch, besonders das gute Fleisch, wird religiös, bevor es stirbt. Und dann hat er gesagt, ich habe dich nicht gefragt, ob du nach Israel fahren willst. Sag ich, aber Missionare könnte ich auch besuchen. Ja? Das war die Steigerung. Ja. Sagt der Herr, ich habe weder gefragt, ob ich mitfahren darf, ob du nach Israel fahren sollst oder Missionare besuchen. Bist du bereit, das Reisen aufzugeben? Mhm. Und dann wurde ich so überführt von meinen Götzen. Ein selbstgemachter Götze. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, habe ich nicht gesagt, Herr Jesus, wie lang, komm und hilf mir. Ich habe gesagt, wie lang geht es bis zur nächsten Reise? Ah, das stehe ich durch. Ja. Verstehst du mich? Ich habe mir selbst einen Götzen gemacht. Und so laufen ganz viele Menschen herum mit Götzen. Zum Beispiel, Arbeit kann ein Götze sein. Absolut. Sport. Mhm. Ja, darf Schokolade fressen, ja, da kriegst du auch Glückshormone. Ja. Mhm. Oder Alkohol oder Drogen. Es sind alles selbstgemachte Ventile, wo wir nicht mit Jesus in Verbindung leben, im Heiligen Geist, sondern uns selbst ein Ventil suchen. Mhm. Und so hat Gott mich also wirklich befreit von allem außer sich selbst. Mhm. Ich weiß, dass jetzt alles ein Geschenk ist im Leben, aber nicht ein Besitz für mich. Mhm. Ich darf nichts besitzen, ich darf alles genießen, ich darf guter Verwalter sein. Wenn wir anfangen zu besitzen, dann werden wir besessen. Mhm. Und das ist sehr gefährlich. Ich musste auch meine Kinder alle loslassen, alles, alles, alles. Mhm. Und aber in die Hände Gottes loslassen, ja. Mhm. Und so war auch alles jetzt, weißt du, als mein Mann mit 19 habe ich bei einer Hochzeit, die ich schon von Anfang an etwas wackelig, also prophetisch gesehen habe, habe ich gesagt, lieber Gott, bitte, bitte, lass mich nie heiraten, nur um verheiratet zu sein. Ja. Ich bin bereit, auf den Richtigen zu warten, bis ich 50 bin. Du, da bin ich so erschrocken, wie ich das gehört habe. Das war der Heilige Geist, ja. In 30 Jahren habe ich das schon sehr bereut, aber Gott nicht. Und mit 47 kam dieser Mann. Mhm. Und inzwischen, 7 Männer wollten mich heiraten, darunter 2 sehr reiche. Mhm. Und immer habe ich gesagt, ich muss zuerst Gott fragen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ist das deine Wahl? Und jetzt wurde er gesagt, nein, Maria. Und dann habe ich gesagt, es hat nichts mit dir zu tun. Aber ich kriege keine Erlaubnis von Gott. Ja. Mhm. Und dann mit 47 kam der Mann, den Gott für mich vorbereitet hat. Und wir hatten 6 sehr, sehr fruchtbare, nicht einfache, aber fruchtbare Jahre, wo wir zu einer ganz engen Exklusivbeziehung gekommen sind. Und es geht darum, dass die 2 eins werden, weißt du, und das geschah. Mhm. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, da wird alles in deinem Leben ans Licht kommen, wo du noch unabhängig bist. Ja. Mhm. Aber es war eine sehr gesegnete Zeit, für mich nicht leicht, aber nach 6 Jahren hat mein Mann Krebs bekommen. Mit dem haben wir schon geheiratet und wussten noch nicht. Wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben alles getan. Aber mein Herbert hat immer gesagt, Maria, Gott ist mit mir fertig. Schau, er war 15 Jahre älter wie ich. Aber mit dir ist er noch nicht fertig. Und ich wollte unbedingt sterben mit ihm. Ich konnte mir nicht vorstellen, noch einmal alleine weiterzumachen. Mhm. Ich habe gesagt, du schaust auf Jesus, der gibt dir starke Männer und Frauen und du machst weiter. Halleluja. Pfeifen hätte ich können auf die großen Pläne. Glaube ich. Sterben wollte ich. Ja. Mhm. Aber wenn ich ihn jetzt im Himmel treffen werde, werden seine ersten Worte sein, habe ich recht gehabt, Maria? Ja. Muss ich sagen, ja, immer. Immer. Nie habe ich geahnt, was Gott noch vorhat mit meinem Leben. Mhm. Und weißt du, eben wie Gott dann zu mir gesagt hat, er ist mein Leiter, ich bin nicht die Leiterin. Er ist mein Leiter, er ist mein alles. Und ich soll nur ihm nachfolgen. Mhm. Und jeden Tag beten, Herr, was hast du im Himmel vorbereitet, damit ich es auf die Erde holen kann?
Ja. Und das tue ich jetzt jeden Tag. Mm. Und das ist ein Schock für mich und für alle anderen. Denn was Gott im Himmel vorbereitet hat und wir im Glauben auf die Erde holen und dann die Schritte gehen, das bezahlt er Ja. und das macht er fertig. Mm. Und es ist schön, because ich sage immer, wir müssen das Reich Gottes auf die Erde bringen. Wir verherrlichen den König aller Könige. Wir bauen nicht, wie soll ich sagen, dass wir Geld verschwenden, aber ich will es gut und schön haben. Und zeigt aber immer alles dazu. Und so, es ist wirklich ein Wunder ohne Ende. Liebe Viola, ich lade dich herzlich ein, mit deinem lieben Mann zu kommen und ein Ja. bisschen staunen zu lernen, was ihr vielleicht eh schon könnt. Aber es ist wirklich, ich stehe genauso staunend wie alle anderen daneben und kann mir überhaupt nichts mehr erklären, wie das alles geschieht. Ich habe über 1500 Mitarbeiter. Und wenn einer davon behaupten würde, ich bin der Chef, habe ich ihn sofort raus. Ich kann mit Lügnern nicht leben. Ja. Sie wissen alle, ich bin der kleine Unterchef unter dem großen Chef. Und ich erziehe sie so, dass sie auch Unterchefs unter dem großen Unterchef werden. Und wir Halleluja. sind Ja. keine Organisation, sondern ein Organismus. Und im Ja. Organismus geht es nicht um menschliche Prinzipien, sondern geht es um die Gegenwart Gottes, geht es um diesen Kontakt mit dem Himmel. Absolut. Ja, Amen. Kannst du vielleicht Weißt du? unseren europäischen Unternehmern was an die Hand geben, was sie jetzt in ihre Unternehmen bringen müssen, damit sie bestehen bleiben? Ja, also ich würde Ihnen raten, alles in die Hände Gottes loszulassen, alle Kontrolle freizugeben Ja. und sich als die besten Verwalter zur Verfügung stellen. Weißt du, es ist wirklich sehr gefährlich. Wenn wir anfangen zu besitzen, werden wir besessen. Ja. Und dann wird alles zu einem Götzen und Gott verliert die zentrale Stellung in unserem Leben. Mir kann man alles wegnehmen, außer Jesus Christus. Ja. Er ist mein Ein und Alles. Und darum lebe ich auch stressfrei. Ja, Ich genau. meine, ich, oder schaue ich sehr gestresst aus? Nein, du siehst wunderschön aus, Maria. Wunderschön, wirklich. Ja. Es ist eine Gnade, es ist ja wirklich eine Gnade Gottes. Und Ja. weißt du, auch da, beim 80. Geburtstag, vielleicht soll ich das noch sagen. Wir müssen lernen, alles zu sehen, wie Gott es sieht. Ja. Ja? Wir müssen weg von der menschlichen Logik. Ja. Menschliche Logik schickt niemanden mit 60 Jahren in einen neuen Kontinent, um ein Werk aufzubauen unter katastrophalen Umständen. Ja. Das ist total unlogisch. Aber es ist auch total unlogisch, dass Gott dem Noah befohlen hat, auf einem Berg ein Riesenschiff zu bauen, obwohl er kein Tischler war und kein Schiffbauer. Ja. Und er hat aber Ja gesagt dazu. Amen. Amen. Und 100 Jahre wurde er verspottet und ich wurde auch schon von vielen sehr verspottet. Auch meine Familie wollte mich in einen Irrenanstalt stecken, weil sie gesagt haben, ich habe Verstand verloren. In dem Alter nach Afrika. Ohne Ressourcen, ohne richtige Vision oder ohne Hilfe wollten sie mich hin. Und ich habe gesagt, ihr Lieben, ich muss gehen, und wenn ich zu Fuß gehen muss. Du wirst aber die größte Pleite erleben. Nein, habe ich gesagt, Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Und Amen. genau das. Und so, Viola, kannst du ruhig Leute einladen, herunterzukommen zu uns nach Uganda. Ja. Wir haben ein großes Hotel, viele Schulen, wir haben, ja, wir haben. Ich habe ja bisher 18.000 Kinder haben wir in die Schule geschickt, die konnten eine Ausbildung machen. Und jetzt am 21. Oktober haben wir ein Alumni-Fest mit den fertigen Studenten, vielen von ihnen, alle können gar nicht kommen. Aber sie wollen jetzt mit uns zusammenarbeiten, wie sie Schulen bauen können, wie sie arme Kinder unterstützen können. Und das ist für mich das größte Wunder. Aus den Bettlern wurden Unternehmer. Und aus den Konsumenten wurden Geber. Und das ist ja Halleluja. gearbeitet. Und das ist für mich die größte Freude. Ich glaube, ich habe meine Zeit überzogen, gell? Nö, das ist alles gut, Ja, Maria. Es ist so ist doch schön. okay. Ja. Ja.
Genau, man könnte Aber dir weißt stundenlang zuhören. Das ist wirklich was du durch ihn an Frucht bringst. Das ist wirklich, man kommt aus den Staunen nicht mehr raus. Ja. Und wir möchten Amen. alle ganz Ich auch. herzlich einladen, sich selbst davon zu überzeugen, das, was Maria gerade erzählt hat von ihrem Werk, sich das anzuschauen und wirklich den Verstand am Flughafen zu lassen und ganz offenen Herzens in Marias, also in das Werk von Maria zu gehen, wo Gott kräftig wirkt, jeden Tag aufs Neue und wo er ihr, also das Gehorsam, das ist halt das Schöne. Du hörst ihn und du bist so demütig. Ja, genau. Du bist so demütig und tust die Dinge, ohne zu hinterfragen, ob es Sinn macht oder nicht. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich habe Gott sei Dank auch so ähnlich wie du, also mehr alles im Bauch als da oben. Und gehe naiv mit ihm, ja, und sag es, du bist derjenige, der alles im Blick hat und ich führe aus. Amen. 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 Und da hast du jetzt was Richtiges gesagt. Naiv. Ja. Wir sollen werden wie die Kinder. Ja. Und Gott glauben und vertrauen, denn was für die Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Amen. 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 Nur dem Glauben, dann ist alles möglich. Ja. Und ohne Glauben können wir Gott nie gefallen. Wir müssen Gott nicht beeindrucken mit dem, was wir tun, Er ist schon beeindruckt mit dem, was er geschaffen hat, in dir und mir. Wir sollen ihm einfach zur Verfügung stellen, zu dem, was er für jeden von uns vorbereitet hat. Und das ist ein Loslassen. Mich fragen Leute, was sind deine Pläne für die nächsten 10 Jahre? Ich sage, so weit kann er das nicht sagen, aber was Gott mir schon gezeigt hat, kann ich dir sagen. Der Rest ist noch in seinem Herzen. Ja, so ist es. Ja, Geduld, also. Geduld, Demut. Ja, das sind so diese Eigenschaften, die wir lernen dürfen, dass wir wirklich nur lernen, dass der Tag ist genug, ja, was wir zu tun haben. Amen, Amen. Konzentrieren wir uns doch darauf, was er von uns möchte an diesem wunderschönen, neu geschaffenen Tag, den er für uns Genau, vorbereitet hat. genau. Und wir müssen lernen, wie du sagst, in der Gegenwart zu leben. Ja. Gestern ist schon weg, morgen ist noch nicht da. Ja. Für heute habe ich Gnade. Und je mehr wir lernen, in der Gegenwart mit Gott zu leben, umso mehr ist der Strom seiner Gnade und seiner Kraft wirksam in uns. Und wir sind stressfrei. Wir sind Absolut. stressfrei. Ich schlafe Ja. wirklich wie ein Baby. Ja. Aber ich bin voller Freude, was Gott noch alles vorhat. Und er sagt mir dauernd, wir sind erst am Anfang. Halleluja. Aber es Ja. ist spannend. Ja, es kommt jetzt, es sind schon über 12 Nationen, die wollen, dass wir eine Vision für Afrika in die anderen Nationen bringen. Im Amen. Oktober kommen 20 Vertreter von afrikanischen Nationen, und der Präsident hat mich auserwählt, eine Konferenz zu geben für diese 20 Vertreter ihrer Nationen, wie sie aus ihrem Staat einen Jünger Jesu machen können. Ja, Halleluja. weißt du, das sind alle. Ich rate jedem, der diese Botschaft jetzt hört, 5. Mose 28 zu lesen. Das ist das Kapitel über Segen und Fluch. Ja. Das wichtigste Wort in der Bibel ist, wenn wir auf Gott hören und tun, was er sagt, dann wird der Segen fließen, dass du, ja, fast, ja, du bist schockiert, dass für Gott nichts unmöglich ist. Genau. Viola, danke. Es ist eine Freude mit dir, da Ich danke. gemeinsam Ich Botschaft. danke dir, Maria. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns inspiriert hast, weiter am Glauben festzuhalten, in ihm zu wachsen, damit wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen und damit wir freudig sind und in diesem Shalom, den er uns schenkt, den die Welt nicht kennt und die Welt auch nicht nehmen kann. Amen. Nur das bringt uns ja wirklich diese Gelassenheit, Amen. ja, in ihm zu gehen, auf Amen. vorbereiteten Wegen. Halleluja, freuen wir uns doch gemeinsam auf das, was Amen. er mit uns noch vorhat. Du und dein Werk, ihr seid Ja. gesegnet und wir laden, wie gesagt, alle ein, die sich davon selber überzeugen wollen, Maria. Ich danke dir. Oder darf ich noch was sagen? Ja. Jesus selbst hat nie etwas aus Eigeninitiative gemacht, sondern nur gemacht, was er den Vater im Himmel hat tun sehen. Amen. Das hat er gebracht. Amen. Und Amen. ich möchte diese Botschaft auch gerne auf meinen YouTube-Kanal geben, weil dann hören Tausende. Weißt du, es ist wirklich jetzt eine Zeit, wo eine Herzensumkehr notwendig ist zu Gott hin. Ja. 100%. Gott sucht 100%er. Absolut. Halber Christ, der ganze Mist. Und Amen. keine
Und keine Religion bringt uns in die ewige Herrlichkeit, sondern nur eine radikale Liebesbeziehung mit dem Vater durch seinen Sohn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. So ein schöner Abschlusssatz. Maria, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Wunderschöne Danke. Zeit. Ja, tschüss Maria. Shalom. Shalom, shalom. Halt! Wenn das Video dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal, schenke mir einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und besuche mich auf meiner Webseite www.happy-woman.eu.